führen das 12-Stunden-Schwimmen zum 10. Mal durch. In diesem Jahr sind heute 12 Mannschaften hier am Start. Als Veranstalter tritt natürlich heute hier die Fleming-Therme auf, aber ohne die freundliche Unterstützung des Stadtsportverbandes Luckenwalde, der DLRG Luckenwalde und des ersten Luckenwalder Sportclubs sind solche Vorbereitungen nicht zu stemmen. Wir sind MTV Träumbrizen und Freunde. Wir sind 47 Schwimmer und die Taktik ist so, dass immer ungefähr 12 Schwimmer eine halbe Stunde schwimmen im Wechsel und dann haben wir 30 Minuten Pause und dann schwimmt die nächste Mannschaft. Wir starten als Kreisverband Fleming-Spreewald e.V. Insgesamt sind wir mit 30 Leuten hier heute. Also wir haben jetzt immer 9 Leute am Start. Die ersten 3 Stunden schwimmen wir am halben Stundentakt und ab danach geht es dann los im Stundentakt. Wie heißen wir? Oder krass. Wasserläufer. Also wir schimpfen uns BTZ Berlin, weil das heißt, wir schimpfen, so heißen wir. Und wir sind gerade mal 18 Mann. Am Ende ist die Ente fett, wa? Wir probieren es einfach, mal gucken. Die ganze Atmosphäre, mit den ganzen Freunden zusammen zu sein. Ja, neue Leute treffen hier. Eigentlich alles. Die Regeln sind ganz einfach. Die 12 Mannschaften starten alle gleichzeitig um 21 Uhr. Ein Sportler muss jeweils im Wasser sein, auf seiner Bahn. Die Sportler tragen blaue und rote Badekappen. Das bezeichnet die Seite der Bahn, wo sie schwimmen müssen. Und morgen früh um 9 Uhr ist das Ziel. Und die Kampfrichter kreuzen jedes Mal ab, wenn 50 Meter zurückgelegt worden sind. Wir rechnen das zusammen und wir erwarten morgen um 9 Uhr natürlich die Mannschaft, die die meisten Kilometer und Meter zurückgelegt hat. Ja, natürlich gibt es zwischen 3 Uhr und 5 Uhr immer mal ein Durchhänger, aber mit toller Musik überspielen wir das. Viele Mannschaften haben sich natürlich toll vorbereitet, haben Schlafsäcke mitgebracht. In allen Bereichen der Fleming-Therme werden dann Schlafquartiere sein, aber man wird kaum zum Schlafen kommen, denn die Musik hält alle doch wach. Sekundenschlaf, so wie man vom Auto kennt. Ja, kurz, 20 Minuten. Na, ich hatte eine Stunde Pause maximal und dann bin ich, glaube ich, 9 oder 10 Mal geschwommen. 3-4 Stunden. Ich habe abends gemacht und jetzt morgens wieder. Na, Erfrischung, jetzt sind wir noch im Endspurt. Macht Spaß jetzt doch. Noch ganz geht, noch geht's gut. Morgen wird es Muskelkater geben. Also, Zwischenfälle gab es keine. Lief eigentlich alles wie geplant. Gezählt wurde richtig, geschwommen wurde richtig, wurde keiner verwarnt, Badekappen wurden alle aufgesetzt. Ja, alles im grünen Bereich. Platz 1 und Gewinner des Pokals
der Märkischen Allgemeinen Zeitung wird die Mannschaft von Delfin Ludwigsfelde. Zum dritten Mal, genau. Vor, glaube ich, 6 und 7 Jahren haben wir schon zweimal gewonnen und dann kamen Luckenwalde und die Berliner und dieses Jahr haben wir uns den Pokal zurückgeholt. Und wie diesmal? Na, wir haben einfach dieses Jahr auch ein bisschen Personalprobleme gehabt und haben die Mannschaft dann in Summe auf 5 kleine Mannschaften aufgeteilt, die dann immer abwechselnd geschwommen sind und damit hat es geklappt. Na, Spaß macht natürlich erstmal die Herausforderung über Nacht natürlich, sich hier zu behaupten und durchzusetzen und natürlich für uns, dass die Kleinen mit den Großen einfach mal an einem gemeinsamen Wettkampf teilnehmen können. Das Fazit ist, ich denke, kein anderes, als es in den vergangenen Jahren auch war, dass viele Mannschaften wirklich auch mit wenigen Teilnehmern es schaffen, so motiviert zu bleiben, dass sie die 12 Stunden durchhalten. Und ich finde, das verdient schon Hochachtung. Es ist ja keine professionelle Veranstaltung, es ist eine spaßige Veranstaltung. Und ich bin, wie auch in den letzten Jahren, begeistert davon, dass einfach so viele Freizeitsportler Zeit und Lust haben und motiviert sind, hier einfach 12 Stunden durchzuhalten. Und darüber freue ich mich in jedem Jahr erneut.